besprechen wir den Preis. Nun. Zufrieden? Na dran. Willkommen, Heinrich. Ja, das... Reden wir über den Preis. Ja. Einverstanden? Ein schlechtes. Na gut. Glück und Gesund. Ich bin aus Garlitz und erflehe nicht mehr als einen Kanten. Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Capon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Helft mir bitte. Ich komme aus Garlitz und habe alles verloren. Du meinst, ich soll in den Wäldern für dich jagen? Bist du verrückt? Das ist Wilderei. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Ratzigs Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Um Himmels Willen, ich bin aus Garlitz. Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch. Also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich, das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar, ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Hallo? Hallo. Hallo. Ach, Tag. Du bist... Lange nicht gesehen, Mensch. Puh. Sitzohr. Na? Ich hab gerade Kingdom Come und probier gerade irgendwie sich muss ich Wildschweinfleisch besorgen, weil ich bin zu dumm zum Jagen, zum probier ich mir gerade zusammen zu kaufen. Muss ich mit dem Bogen schießen oder wieder? Ja, doch, aber ich hab bloß kein Wildschwein. Schön, dich zu sehen. Gütiger Gott, du siehst... Thank you.
Rabenfedern. Wo zum Fick soll ich denn mit der Rabenfedern hin? Die Arsch auf oder was? Ich hab noch nicht mal eine Rüstung angehabt. Weißt du, ich spiele das Spiel schon seit Ewigkeiten, mal laut daneben fest, und ich hab noch nicht mal eine kleine Rüstung angehabt. Hier für dich, du arme Seele. Möge Gott es dir vergelten. Und Toni, was willst du? Ich lese Gott. Lass uns über den Preis sprechen. Nun? Warum sind Schuhe im Mittelalter eigentlich so teuer? Das ist ja Wahnsinn. Ist das genug? So kriegst du mich. Nicht, hoffe ich.